Kannst du im Reisekoffer willst du verkaufen oder was? Oder? Nee, nee. Nur den Inhalt. Den Inhalt? Kette aufgemacht, sonst ein bisschen über die Leute aufgemacht. Die Klamotten reinkommen. Die fordern nicht meinen Fuß über. Machst du das? Boah, PS5 im Reisekoffer, hey, wie geil ist das denn? Man weiß ja nie, was unterwegs rumlungert, ne? Wo kommt ihr her? Aus dem tiefsten Osten. Ja. Echt? Seid ihr mit dem Zug hergefahren, oder? Nee, mit dem Flexbus. Ja, und ihr habt vorher nicht angekündigt, oder? Dass ihr kommt oder dass ihr was habt oder so? Doch, ich hatte geschrieben mit dir. Mit der PS5? Ja, und halt andere Sachen. Ah, das ist ja noch ein bisschen mehr. Du habt aber jetzt einen weiten Weg gehabt, oder? Das geht. Geht, was waren das? 17 Stunden. Ja, also. 17 Stunden? Ja. Ach du Scheiße. Und jetzt wieder zurück? Ja, erst um 17 Uhr. 17 Uhr geht's dann wieder zurück. Also diesmal musst du aus Berlin und von Berlin fahren und so. Ach so. Langsam. So mit der Post schicken können, wäre einfacher gewesen. Wer ist denn noch irgendwann angekommen? Ja, die Frage, ob angekommen wäre, ne? Also bis jetzt ist alles angekommen. Die zweite Frage, wer so teilgegeben wäre. Postboten sind ja manchmal auch nicht. Oh, nicht mehr ein Paket. Jetzt habt ihr alles draußen, oder? Ja, mehr habe ich nicht. Oder das, was ich nicht benutze. Nee. Wie alt war die? Die ist nicht mal ein Jahr alt. Rechnung habt ihr nicht mehr dafür, oder? Wahrscheinlich nicht. Nee. Nee, leider nicht. Ja gut, ja, das ist einmal das Zustände. Weihnachtsmann. Was? Auch nur Weihnachtsmann? Löcher da. Haben wir da schon Preise geschrieben? Du hast gesagt 630? Für alles. Haben wir geschrieben oder was? Ja, über WhatsApp. Wie ist denn der Name oder und. Oh Gott, wie finde ich dich jetzt? PlayStation 5, ja. Ja, du mal zukleben von hier. Also. Kannst du gerade oder hast du Handy dabei? Kannst du mir geschwind einen Daumen schicken oder irgendwo, dass ich dich ganz oben habe, weil wir haben 6000 Kontakte. Dass ich mir das mal kurz anschaue. Einfach irgendwie einen Daumen nach oben. 17 Stunden Flixbus. Schalt nicht so wie auf die Bilder. Ne? Das ist halt immer das Problem. Direkt Daumen hoch? Nicht? Ja, einfach irgendwas. Also kann ich jetzt hier einen Daumen hoch? Ja, oder irgendwas, einfach schreiben oder hallo, dann habe ich dich ganz oben in der Liste, weißt? Oder einfach irgendwas. Ich habe einen Daumen geschickt. Genau, jetzt habe ich dich hier oben mit dem Maulwurfen. Ja, Pauli.
Jetzt habe ich dich. Kindserinnerung. Das ist draußen. Haut einfach ab, noch. Tja. Das Problem ist halt der Zustand. Das ist halt auf den Fotos nicht, gell? Wenn das nicht fotografiert wird, sondern halt nur die Verpackung. Gut, schauen wir mal. Alles, was ich nicht mehr so wirklich brauche. Oder keine Zeit habe. Die Batterie. Da gibt es aber kein Netzteil, oder? Nee, ich habe nur das. Nur das, was da ist. Die werden ja sowieso mit Batterien ge. Mhm. Gucken wir auf dem Foto, wie es da aussieht. Weil das ist ein bisschen schwierig. Siehst du, das ist halt, gell? Schwierig. Okay. Gucken wir mal, genau. Kristall, das ist sehr gut. Habe ich auch noch nicht gespielt. Nur zweimal Pokémon, schlechter Zustand. Gut, das Zelda, das sieht jetzt gut aus. Bin ich nicht so der Freund von. So, was haben wir hier noch? Tetris, da ist noch Mega Man. Wie sieht denn das aus? Ja? Das ist okay, das ist okay. So, das ist okay, der Titel ist okay. Nummer 4, das ist okay, sind 5. Jetzt wird es kritisch, gell? Das Dumme ist, wenn Leute uns Bilder schicken und wir den Inhalt nicht sehen, dann, oder hier, das ist auf dem Bild nicht erkennbar, dass der so schon ludrig aussieht. Das ist halt. Staub wahrscheinlich, oder? Dennis. Ich habe noch das alte, das ist ja nicht das Slim, oder? Nee. Da muss ich auch mal kurz rein schauen. Jo. So bald in die Werkstatt. Oder Öl. Oder so, ja. Abgehauen. Das ist ja alles schlimm. Schwierig, gell?
gut auf der Konsole, was slim ist. Und dann machst du hier einen. Das ist halt nichts hier. Da sind keine, da ist kein Bild drauf. Ich weiß auch nicht, was das ist. Also mit Spielen. Also ich komme nicht auf die 630 in dem Zustand. Also nicht 570, aber dann bin ich, weil die Zustände einfach den Bildern nicht entsprechen, weißt du? Das ist auch in Ordnung. 570 ist auch in Ordnung. Da habe ich viel mehr Platz in der Wohnung. Nee, weil sowas ist, weißt du, auf dem Bild schickt mir die Leute wie du das hier, das sieht dann so Reiniger gut aus und dann kommt es her und dann sieht es halt echt, auch das Gerät ist halt im Zustand nicht gepflegt, das ist das Problem, so wie der Gameboy auch. Das siehst halt auch, weil ihr das nicht so fotografiert, sondern so und das Licht schlecht und dann denkst du, das sieht gut aus, aber der sieht halt, ja, ist halt so, wie es ist, kann es jetzt nicht ändern. Aber es passt ja so, ja. Ne? Ich bin froh, dass ich das los geworden bin. Ja, okay. Und mehr, ein bisschen mehr Platz habe. Weil ich habe auch nicht so eine große Wohnung. Überweisen oder bar? Bar. Willst du bar haben? Die Spiele habe ich ja auch nur geschenkt gekriegt hier. Aber ich habe nicht mal eine Xbox. Also nützt mir das nichts. Die ist auch schon zurückgestellt hier. Okay, also okay. Müssen wir eh nochmal anschließen, aber ist gut. Das hat mein Freund gemacht, hat die da runter, oder? Ja, 100, 200, 3, 4, 5, 55, 75, gell? Dann danke ich euch. Kein Problem, danke dir, dass du den weiten Weg 17 Stunden in eine Richtung im Bus. Ja, aber nachher müssen wir noch ein bisschen mehr fahren. Echt? Ja, wir müssen nachher. Nachher fahren wir 22 Stunden und 10 Minuten. Boah. Ja, weil wir zweimal umsteigen müssen. Wir müssen jetzt, wenn wir von hier fahren, ja, müssen wir in München aussteigen und in den nächsten Bus. Und von München dann nach Berlin und von Berlin dann nach Rostock. Und dann müssen wir von Rostock nach, also nach Dummersdorf. Ja, aber warum nicht von hier nach Stuttgart und von Stuttgart nach Berlin? Ist doch viel kürzer. Warum jetzt nach Berlin nach München rechts runter und dann wieder Berlin links hoch? Ja, weil wir Flixbus. Okay. Ja, weil dann ja abgeholt, die Stationen. Ja, die Stationen werden ja abgeholt, ja. Oh Mann. Da kann man wenigstens ein bisschen schlafen. Ja. Ja, gut, aber überleg mal, jetzt muss um 5 fährt er in 6 Stunden, oder? Weil jetzt fährt er 17 Uhr. Und früher habt ihr keinen Bus? Früher kommt kein Bus, oder? Doch, um 13 Uhr. Ja, wieso nimmt er denn den nicht? 10 Uhr? Jetzt 13 und 20. Bevor ihr jetzt 6 Stunden hier wartet, ne? Dann würde ich den 13.20er nehmen. So. Naja, okay. Dann danke ich euch. Ja, gute Heimreise wieder, gell? Dann werde ich bestimmt haben. Jo, ciao. Hallihallo, liebe Zuschauer, vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf Game Center VS, dem YouTube-Channel für Videospiele. Ja, ich habe es wieder geschafft, einen krassen Thekendeal zu haben oder mehrere. Endlich gibt es wieder einen neuen Input. Neuer Content. Hier sieht's aus, Leute. Wir haben heute einen riesen Ankauf gehabt. Da kam jemand aus Dortmund. Wahnsinn, hier ist alles voll. Riesendeal. Da ging aber eine Stunde, dann zeige ich euch das nächste Mal. Das ist hier jetzt zu viel dann. Ich mache jetzt mal so die kleinen Ankäufe und Verkäufe. Dann seht ihr mal, was die letzten Tage so passiert ist. Ich finde zwar mega viel Stuff dabei, die Tage wieder. Viel Retro. Ja, auch gegradete Sachen, PlayStation 2 Spiele, 50 Stück sealed, sind zwar ein bisschen so Mainstream-Titel, aber trotzdem egal, tolle Sachen. Ja, hier ist Super Nintendo N64, Dreamcast, 20 Jahre PlayStation, Resident Evil, alles mögliche, GTA, Tresor. Naja, seid mal gespannt auf die Folge, das wird ein separates, einzelnes Video, weil das ist so krank. Und dann haben wir natürlich hier jede Menge Unboxing-Pakete, die habe ich noch nicht mal geschafft abzudrehen. Da kam auch mächtig Ware. Also was gerade jetzt hier abgeht, das ist nicht normal.
Aber ihr wisst ja, wir sind fleißig, wir streamen hier auf Twitch. Übrigens könnt ihr bei Twitch auch mal reinglotzen unter gamecentervs.de. Da streamen wir live aus dem Laden, da machen wir Auktionen, so Online-Shopping vor der Kamera, da könnt ihr auch diverse Dinge kaufen. Oder kurze Werbung natürlich in unserem Online-Shop gamecentervs.de. Da findet ihr auch Produkte. Nur schaffen wir es leider aktuell, das nicht einzupflegen. Da wir haben noch ein bisschen Urlaubszeit, aber dann geht es wieder los auf den Herbst, Winter. Werden wir mal schauen, dass wir mal so richtig Retro reinhauen. Ja, sonst was soll ich euch sagen, Leute? Die Folge wird wieder hammerhart. Ich freue mich auf jeden Fall. Komm, Leute, wir gehen jetzt da rein und gucken mal, was passiert ist, was Gresho hier wieder geschossen hat auf dem Ding. Wir sehen uns. Bis gleich, euer Gresho. So. Hi. Hi. Jetzt kommt erst wieder Ankauf hier. Ich sehe schon, schleppt da wieder was. Ja, ich bin mal gespannt, weil du... Junge, der Urlaub war teuer, hä? Ja, der war richtig teuer. Oh, Bruder. Diesmal sogar was Gutes. Also bis auf die Japan-Version. Ja, genau. Eine sogar noch sealed. Ach, sind das drei gleiche? Ne, das ist Dark Souls 1, 2, 3. Sogar wenn du gerade bei Japan bist, guck mal hier. Ja, draußen steht deine WhatsApp-Nummer. Ich würde gerne ein Spiel vorbestellen. Das habe ich auch gemacht, weil ich von mir kann ich das auch schreiben. Ja, perfekt. Oder kann ich es jetzt schon? Elden Ring, hast du es nicht von mir? Doch, habe ich von dir. Ich musste für ein, zwei Sachen Platz machen. Ja, guck mal, ich zeig dir mal. Ja, jetzt kommt's, Alter. Ja, am besten ist der Pumpe. Vielen Dank. Guck mal, so ein bisschen. Ich hab's endlich bekommen, links oben. Echt jetzt? Ja. Rechts oben, Resident Evil 2. Ja. Hast du sealed oder normal? Nein, nein, normal. Aber hast du nicht gegradet gekauft? Nee, nee. Ist auch kein Repro, oder? Nein, kein Repro. Und was hast du jetzt zahlt? 800. Nee, ich hab's gut gekriegt. Echt? Ja. 350. Also, das kann ich nicht merken. Aber weißt du, was noch geil ist? PlayStation 1 Resident Evil Special Edition. Hier, guck, und das auch. War fand ich eigentlich auch gut. Ist nichts dran. Ach ja, das sehe ich bald in meiner Vitrine. Ich habe dir noch drei dabei, da weiß ich noch nicht, ob ich sie hergebe. Okay. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, aber das ja, sind ja schon... groß, ja. Uff. Aber nichts sealed, ne? Nein, nein, nein. Aber Resident Evil ist halt so Herzensding, da weiß ich noch nicht. Also Preis ohne und Preis mit. Also ich verkaufe sie so 99 Euro. Jetzt ja. Kann ich das ausrechnen. Ne? Ist eine nicht deutsch. Eigentlich deutsch. Kann ich dir... Mit Acrylstück 70 Euro, also 210 für die drei. Da bist du echt gut. Ja, das stimmt. Also. Ja. Aber ich kann es ja überlegen, wie gesagt, wenn du hergehen willst, stellen wir mal dahin. Die anderen habe ich jetzt gerade keinen Plan, da muss ich jetzt erstmal gucken, die Dark Souls, was sowas überhaupt kostet. Wenn das überhaupt zielt, noch ein Finish. Das war auch, das habe ich direkt aus Japan, kam es an. Brandneu, Japan, 83 Euro. Na gut, muss noch Zoll und Scheißdreck. 87, doch, gibt's aus Frankreich. 87,99. Ja, ja, aber für ein PS3-Spiel ist schon... Ja, das ist super. Bloodborne, Elden Ring ist klar. Die da, die sind halt jetzt... die sind offen, ja. Offen. Das ist Dreier. Aber trotzdem. Das ist immer so geil. Ich muss es schon sagen. Also, da. Also, was jetzt gerade Ware reinkommt, das ist abartig. Mittwoch will einer kommen, ja, auch ganz Auto voll. Alles Mittwoch? Ich aus Dortmund. Das ist ein Stück. 50 neu, das ist das günstige. Ich glaube, das war das für 100. Ja, genau. Das teure, genau. Okay, dann haben wir das und das. Das ist auch noch ein bisschen Schätzle. Das ist aber gebraucht. Ja, ja, das ist nur in Folie. Du willst ja nichts anderes, du willst nur verkaufen, nee, ja. Gell? Ja, das ist liegt so bei 160 gebraucht und 50. Und das ist normal Kakerlakak. Ja, das ist das Ding, obwohl das ist mir gar nicht schlecht. Aber. Das lasse ich mal hier stehen wegen. Ja, ja, alles gut. Ist klar. Ist klar.
Ja, aber ich bin ein Umschlagplatz geworden. Dann haben wir die Resident Evil, da habe ich das Angebot gemacht. Dann haben wir hier Elden Ring, Dark Souls. Mich verrechnen, ich bin ja schon fast bei 1000, mein Spaß. Das 30, dann haben wir die zwei. Dann haben wir das One. Das Elden Ring. 70. Dann haben wir die Deluxe Edition und die andere und das hier. Sein. Achso, das dahinter noch. Ne? 600. Wollte ich gerade sagen, mach 6 glatt, dann passt. 575. Ja. Aber dann hast du wieder was Gutes. Nein, also ich kenne dich ja und du hast ja immer, also da. Wer sich damit so ein bisschen auskennt, das ist schon alles wirklich. Auch für Donnerstag vielleicht. Guck mal. Ja, wahrscheinlich. Am Samstag, ey, Wahnsinn, was hier abging. Also, überweise, ne? Ja. Oder brauchst du, ich hab's nicht. Also, dann ist gut dran. Ich mir lieber, weil ich es kurz überweisen kann. Dann haben wir 600er Deal. Ich habe ja deine Daten schon gespeichert. Ich glaube, drei oder vier Mal haben wir schon wieder. Nee, ist doch okay. Bin ja froh, wenn mir Leute tolle Sachen bringen. Guter Zustand. Ja, sehr, sehr gut. Ich habe jetzt sehr, sehr viele gute Sachen wieder bekommen. Der Schlecker-Aufkleber. Ich wusste gar nicht, dass Schlecker sowas verkauft hat. Ich habe einen gekriegt. Brauchst du einen Zettel? Nee. Sicher hier? Ja, ja. Passt. Kann ich mir nur ganz. Kurz hier. Das kann ich das abheften, gell? Danke dir für den Deal. Danke auch. Tja! Das ist Tasche leer, jetzt kannst du mit der Freundin shoppen gehen, ja, gell? Genau. Geht der shoppen? Nein, ins Kaufland. Wocheneinkauf. Wocheneinkauf. Nach dem Urlaub ist alles leer. Ja, ja, ja. Super. Und dann hast du immer bloß so ein bisschen überbrückt, oder? Ja, ja, klar. Ist essen gegangen, oder keine Ahnung. Zumal wieder gucken. Nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Dann schauen wir mal, was du hast. Ich brauch's ja nicht mehr. Das ist nur Steelbook. Ja, ja. Du willst aber auch nichts mitnehmen, oder? Nur rein verkaufen. Nur verkaufen, ja. Alle top. Wieso hast du denn alle gepackt? Ja, weil ich dumm bin. Achso, ja, dazu habe ich leider keine Hülle mehr. Mhm. Ja, wieso habe ich? Ja, keine Ahnung. Ich hatte voll oft Sachen gekauft, die ich dann nie gespielt habe. Komm schon 40 Euro. Ja, mach mal. Ja. Oh mein Gott. Das Haus rumstaubt. So, 40, gell? Merci. Dankeschön. So. Dann schönen Tag. Gleichfalls. Ciao. Ciao. Das alles willst du jetzt mitnehmen? Fürs Wochenende vorgesorgt. Also fürs Wochenende? Alter Verwalter. Alter. Ich bin unschuldig. Drei gehen auf die Frau. Okay. Aber mehr als für dich. Wenn man mal so mit Neuware vom Mediamarkt und sonst wo denkt, weißt du, ja, ja, da bist du fast beim doppelt-dreifachen Preis. Teilweise schon, ja. Und wenn man schon mal den Luxus hat, hier durch Zufall vorbeizufahren, kann man auch mal rechts ranfahren. Wieso, wo kommt ihr her? Footwang. Ach, Footwang. Wir sind gerade noch in den Schulranzen hier gewesen. Ah, ja. Da habe ich mich so ein bisschen an die Sony hier erinnert. Mhm. Und habe gedacht, hey, vielleicht haben sie ja auch. Wir sind immer noch da, nach 32 Jahren.
Ihr macht das dann alles Secondhand, oder? Nicht alles, wir haben beides. Wir haben beides. Guck, das ist ja auch neu. Das ist auch neu. Das ist auch neu. Karte oder was? Machen wir mal Karte. So. Da haben wir 90. Ich hab einen, aber das ist schon bei uns. So, haben wir die drei Sachen. 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, ja, dann sind wir bei 202,85 €. Dafür würdest du gerade mal 4 Spiele PS5 kriegen. Ja. So, jetzt bräuchte ich noch die Geheimzahl. So. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ist durchgegangen? Jawohl, super. Danke euch und viel Spaß, gell? Danke. Bis demnächst. Ciao, ciao. Alles gut? So, alles Kollege, gut. Kann ich dir helfen? Ja, ich habe die Frage gekauft, auch Spiele an. Ab und zu schon, ja. Okay. Was hast du denn Schönes? Wer wird Millionär? Bist du Millionär schon? Nee, leider nicht. Hast du nicht durchgespielt? Nee. €50. Okay. Gut, oder? Ja, reicht auch 40. 45. Nein, 50, okay, alles gut. Perfekt. Aber brauche ich da jetzt einen Ausweis dabei, weil ich habe jetzt keinen. Nee, brauche keinen Ausweis super. Für dir. Perfekt. Bei 50 € nicht. Perfekt. Bei den Spielen nicht. Perfekt. Sind ja nicht geklaut, nehme ich an. Nein, nein. Weil so gebraucht. Nee, das sind alte Titel, weil schon jetzt jemand hier mit neu verpackt kommt, dann ist immer ein Problem, da muss man ausweisen. Nee, weil ich war auch in Schwarzwald-Barcenter, ja. Die haben Ausweis gebraucht, deswegen, ich habe zwar AOK-Karte dabei oder so, aber Ausweis habe ich jetzt. Nee, alles aber gut. Sind nicht geglaubt, keine Ahnung. Nein, nein, da, bei den Titeln machen wir jetzt keine Sorgen. Okay. Okay, ciao. Falsch mit Karte, oder? Ja. Brauchst du eine Tüte oder geht's? Oh, das geht so. So, dann haben wir 39. Er muss einstecken. Echt? Ja, das habe ich deaktiviert. Wäre ja nicht, dass hinten einer an Geldbeutel kommt, gell? Ja, wir waren in Hamburg unterwegs, okay. In der Großstadt und so und dann. Wir haben ja schon gezeigt, so kannst ja so, gibt ja so kleine, weißt du, mit Funk, so Geräte. Ja, bis 25 €. Und dann kannst du hinten, weißt du, könnte ich jetzt hinten ranlaufen, weißt du, eine großen Veranstaltung, beep, beep, beep. Okay. Aber gut, man sieht ja dann, wo das Geld hingeht, das ist eigentlich auch dumm. Ja, aber zurückkriegen ist dann wieder die andere Sache. Die andere Sache, genau. Okay. Alles klar, Dankeschön, danke. Gell. Ciao. Ciao. Ja, hi. Ja, einfach abstellen. Er kommt gleich, gell. Ja, schon ein bisschen schwer, gell? Ja. Wir haben keinen Parkplatz gefunden. Okay. Wir mussten ein bisschen laufen. Ja, wir haben ja auch das Streetfood jetzt hier, ja, das Festival. Ja, viel und Parkplatz. Ist halt schon viel, ne? Ja. Er kommt da. Wir können ja mal auspacken, ja. Und er kommt dann rein. Ja. Das ist PlayStation 2 und 1. Okay. Geschrieben oder so per WhatsApp noch nicht? Nein, hab ich nicht. Okay. Einfach vorbei. Einfach so vorbei. Und das sind noch DS, aber ich weiß nicht, ob ich das Ja gut, dann hat man mal schon. Hier ist noch
3 DS, glaube ich. Soll ich es runter? Gibt nicht überall die Anleitung. Und hier ist auch die Hülle kaputt. Ja, Hülle kann man wechseln. Das ist nicht so dramatisch. Ja. Hallo. Hi. Julian. Ja, schon. Hi. Hallo. Ja, von YouTube. Von YouTube? Ja. Ich schaue immer deine Videos, fleiß. Wo kommst du her? Böblingen. Ah, okay. Aber du hast dich vorher nicht bei WhatsApp? Nein, ich habe mich nicht gemeldet. Einfach vorbeigekommen. Ich war auch schon mal hier im Laden, hab was gekauft. Ach, warst du schon mal hier? Ja, ich war auch schon mal hier. Ah, hab okay. Hab was eingekauft. Junge, heute ist was los. Ah, ja. Alles angekauft, alles was hier oben. Heute ist Eskalation. Heute ist Eskalation. Ja, das ist nicht so schön. Ich habe kein Flohmarkt-Tempel. Nein, nein. Sicher? Nein, 100%. Das ist alles von zu Hause. Ich habe noch ein paar Sachen, aber weiß nicht, ob ich mich trenne. Okay. Switch habe ich. Mhm. Dann habe ich noch Super Nintendo, altes GameCube habe ich noch. Aber weiß nicht. Irgendwann, wenn man es weiß, dann... Irgendwann, ja. Wenn ich Kohle brauche. Ach, wenn die Frau... Ja. Die Geräte funktionieren alle, ja? Ja. Okay. Controller ist drin, Kabel sind auch drin. Oh, das sind nur Gameboy-Spiele. Und der ist ja, da auch nicht. Oh, nicht. Das sind so Reste vom Flohmarkt, Kollege. Das sind alles... Hier bei den Weißen, wo man schleifen kann, da fehlt so ein, zwei. Das ist, dass du halt Bescheid weißt. Was? Mhm. Also die Spiele sind. Ja, die sind Müll, ich weiß. Hast du da mal reingeschaut? Nee, das nicht, sind auch. Das war das letzte jetzt. Das sind auch ein paar Spiele, aber auch so Sport oder. Ach so, Motorradrennen. Fehlt da der Ding, der Styropor, oder? Ja, da ist Styropor nicht drin. Hm, schade. Karton sieht auch nicht mehr so toll aus. Ja, besser ein wie gar keinen, yeah. Sage ich immer. Anleitung ist dabei. Achso, komm schon. Die ist auch vergilbt. Egal, schauen wir mal. Entweder nehme ich noch was mit. Ja. Schauen wir einfach mal. Hast du mal dir Gedanken gemacht? Nein, ich habe mir keine Gedanken. Aber ich hätte Interesse an der N64. Netzteil? Ist nicht drin. Dann nein. Ist das hier. Ah, hier. Ja, genau. Ja, das ist das, genau. Ja, da ist es. Okay. Oh ja. Den da weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, aber musst du.
Aber funktionieren tut es. Ja, da ist hier ausfällt der Nippel, gell? Da ist hier ein Dings. Guck mal, hier ist auch das Gummi weg. Mhm. Was ist da mitgekommen? Nichts. Der auch, der sieht der aus. Der ist Katastrophe. Das ist wie wenn ich am Recyclinghof wegschmeiß, Kollege. Da ist auch rausgebrochen. Das kannst du. Joi. Das mag ich doch schlimm. Kollege! Ich trink dir mal besser. So. Ja, weißt du, das ist halt der ganze Keller haben wir mit so Krimskrams, weißt du? Wir kaufen schon gut, aber es muss halt, wenn halt die Ware ja, nicht so toll ist, gell? Also die Titel, weißt du, oder verkrankt ist. Was zahlst du für Silent Hill? PS1. Mit Anleitung, ja, alles. 60 Euro, echt? Ja. Also man halt dann top zustand. Ja, schon, ich bin top zustand. Da ist mein Aufkleber drin. Ja, das hab ich hier gekauft. Echt? Ja, das hab ich hier gekauft. Ich noch sehen. Was ist das könnte? Zeig mir die Scheiße. Asterix. Okay. Dann nehmen wir einen Taschenrechner. Ja, Großzahl. 60. 25, 25. So, dann haben wir. In UVP hast du keine Dings. 64. Nur die da unten. Die da. Mhm. Das ist nicht so die DS-Spiele. Boah, die DS. Das ist die kleine. Also die Geräte ist okay. Das sieht gut aus, gell? Ja, das ist okay, auch die PS2, die drei Spiele, Rest, ein paar PS2-Spiele, aber der Rest ist so. Ja, Krimskrams. Krimskrams, ich komm vielleicht. Also die zwei sind unter. Ja, der ist defekt, der ist. Wenn ich 170 komme, dann bin ich echt gut. Hey. Okay, passt. Echt? Passt, passt. Sicher? Passt. Okay. Wie viel willst du für die N64 mit? Ist alles dabei, Anleitung, alles. Muss ich mal kurz schauen. Es hört doch jemand. Die habe ich vom Sammler gehabt. Sieht toll aus. Also mal gucken wir mal kurz hier auf den Tisch. Noch ein bisschen auf die Seite. Kurz da runter. Ich schmeiß jetzt einen Karton rein. Dann haben wir hier ein bisschen Platz zum Schauen. Ja. Genau, das andere stört jetzt nicht. Top. Anleitung. Gerät. Ja. Memory-Karte sogar. Originalkabel. Styropor sieht auch noch super aus. Ja, weiß ich nicht. Was will ich sagen? Ja, sowas geht bei uns knapp 300, also 250. Ja. Sam. Ja, ja, du hast. Ja, glaube ich dir. Was haben wir gesagt? 170, gell? Ja.
80. Gib schon noch 50 Euro und gut ist. Okay, passt. Passt. Was hast du für Spiele? Kann ich schauen? Noch? Ja klar, da, die sind... Okay. Das sind hier. Ja, da sind. Genau. Ich nehme noch zwei Spiele. Gib mir das Mario Kart noch. Mhm. Dann passt es. Jetzt muss ich wieder einen Karton rüberschleppen. Ach so! Zum Auto. Ach so, bleibt ihr noch hier, oder? Ja, wahrscheinlich. Ein bisschen dort gucken bei dir. Ach so, also wir sind bis 18 Uhr da. Außer du willst schon. Also nein, nein, passt. Reicht dir nicht, oder? Nein, passt. Kauft es jetzt? Oder gib es mir in die Tasche. Ich muss. Ja, da, da, ja, da. Jetzt, nicht kaputt machen. Nein, mach Tasche. Tasche kaufe ich ja. Oder ist das? Das ist schon genau. Sicher? 100%. Ah ja, dann sind es 100 wert statt 20. In Wien. In Wien gekommen. Ja, ja. 99. Machst 100. Echt? Passt, kann ich auch ja. 110 machen. Ach so. Ja, mach ich gleich. Achso, gern. Warte mal hier. Darf ich das auf YouTube hochladen? Kannst du. Ich frag lieber, weißt du nicht, dass nachher kommt Anruf, sagt, ja! Nein, nein. Danke dir, Chris. Nimm ein Problem, voll. Danke. Dankeschön. Ciao. Okay, ciao, vielen Dank. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao. Das war doch nicht schon gegangen. Ja, das war gerade getauscht. Sie gesehen, aber ich habe ja auch diese gefunden. Aber wir haben noch mehr von diese Relax Time. Also, wenn du brauchst. Okay, ich kann. Kannst du dann wieder gucken, gell? Ja. Die war 44,95, gell? Und 39,95. Die Kleber habe ich noch gerade dahin gemacht. Ja, ja, okay. So, 84,90. Vielen Dank. Danke dir. Brauchst du eine Tüte? Wenn sie haben, ja. Ja, ja. Vielmals. So, dann brauche ich noch die Geheimzahl. Geheimzahl, ah. PIN. Ja, so, kriegst du noch deinen Beleg. Dankeschön, Dank. Gell? Bis zum nächsten Mal. Ja, ciao, ciao. Wir haben ein kleiner Sammeltier. Ah, okay. So, was ist das? Gibt es das gerade, das alle nicht? Normal getrunken. Boah, ey, bei mir. Klatschnass. Ah, der war gerade da. Ja, mit Karte? Bar. Bar. Oder? Mir ist egal. Gib schon mal einen, 29,95. Und 2x3,95. Der Tüte? Ja. So, das war's, ja. Jawohl, danke schön. Ciao. Hi, grüß dich. Ja, ja. Ich zeig dir mal, was ich noch hab. Ach, die kleine C64. Genau, weiß nicht, ob das interessant ist. Ist noch komplett eingepackt. Ich hab's nie geöffnet. Ich hab das mal gewonnen. Das ist die englische. Müsste deutsch sein, aber. Ja, das ist hier. Ah, siehst du, ne? Gut, kann doch sein, dass sie englisch ist. So, schauen wir mal, was, wie das gehandelt wird, weiß ich jetzt aus. Ja, klar, Deutsch ist ja auch mit dabei, ist also Multi. Mhm. Ist aus von Amazon. Ja, bringt nichts.
So machen. C64. Was steht da? Die kostet neu aktuell 56 Euro. Also wenn du da jetzt 30 Euro kriegst, ist es viel. Ja, okay für mich. Wäre das okay für dich? Das ist, ich will mich damit gar nicht umschlagen. Dass ich ne, wie gesagt, ich habe geguckt, 56,18 ist aktuell Handelspreis. Also 30 Euro wäre so. Nee, wenn sich da jemand findet, ja, der genau. Spaß dran hat. Ach, ich kaufe alles gemessen. Guck mal, wie es hier aussieht wieder. Ich krieg Ware ohne Ende. Ich weiß immer bald wohin damit. Hä? Da mangelt es doch irgendwann an Ausstellfläche, oder? Ja, ich sollte mehr verkaufen. Also ich muss jetzt mal wieder richtig, ey, aber wir verkaufen auch kartonweise jeden Tag. Aber irgendwie wird es gefühlt. Erst habe ich vor einem Monat rumgeschimpft, dass wenig Ankäufe und jetzt kommt jeden Tag 4-5 Umzugskisten. Also, Mittwoch will einer wieder kommen, ganzes Auto voll und kam wieder 3-4 Riesenpakete heute, wo Leute auch weit über den Postweg uns verkaufen. Mhm. Also so einfach ganzen Karton mit Videospielen, wo sie vorher uns fragen über WhatsApp, schicken Bilder, machen wir einen Preis aus und dann schicken die das her, gucken wir uns das an und schicken wir denen das Geld und gut ist halt. Eine gute Sache. Ja, ja, auf jeden Fall. Brauche ich nicht mehr gucken, wo ich meinen guten Stuff herkriege, weißt du? Das, was du nicht ausstellst, hast du das irgendwie, hast du da, ich weiß nicht, ob du eine Webseite oder so hast, wo, du das, wo man das manchmal noch nachvollziehen kann, was vielleicht gerade. Ich habe eine Webseite, gamecentervs.de, aber da haben wir nicht alles drin. Und dann haben, wir machen ja viele Auktionen auf Twitch, wir verkaufen vor der Kamera, also weißt du, dann haben wir einen Keller und dann hebt man immer wieder was rein, will es jemand, 50 Euro, ja, nimm ich und so geht das Zeug halt dann raus, ja. Weißt und halt hier im Laden haben halt durch die ganze Influencer-Geschichte, YouTube und so, kommen viele Leute und kaufen, heute waren auch wieder welche da und dann kaufen halt dann wieder ein paar Sachen, ne. Und so summiert sich das, aber Läscherzeit ist es eher so, dass wir mehr kriegen, dass, wie das rausgeht, weißt du. Mhm. Aber dann gibt es wieder die Monate, da kriegen wir fast nichts, da sind wir froh. So 2 Monate, Juli und August, haben wir gut abverkauft, also ist echt viel raus. Und kaum war es gekommen, aber jetzt ist gerade wieder, wird alles wieder aufgeholt. Naja. Die Auktion, ist das immer ein fester Tag? Das Donnerstags, 19 Uhr auf Twitch. Donnerstag, 19 Uhr, ja, dann muss ich auch mal einschalten. Ja. So, ja, was soll ich sagen, Leute? Krasser Stuff wieder, tolle Gespräche, coole Kunden am Start. Also, falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne liken, kommentieren, würde uns freuen. Ja, sonst weiß ich schon gar nicht mehr, was ich sagen soll. Wir sind aktuell total überfordert. Wir haben Stuff ohne Ende, Leute. Wir haben wirklich Stuff ohne Ende. Aber es ist auch cool so. Ich feiere das voll. Es ist voll meins, voll das Hobby. Macht voll Spaß. Ich meine, so Dealen, Handeln. Ja, das ist einfach, ja, das, wer das kennt, das macht richtig Fun. Und dann kommen die Leute, super Leute. Dann unterhältst dich mit denen. Dann machst du irgendwelche Deals. Dann kommen die Sammler, dann erzählen sie dir wieder Geschichten, ich erzähle denen Geschichten. Und das ist einfach, so ein Smalltalk ist manchmal echt schön. Ja, oder auch online, ne? Ihr wisst ja Bescheid, WhatsApp, Insta etc. bla bla. Also komm, die nächste Folge ist schon wieder auf Arbeit oder bei Arbeit. Wir sehen uns, liebe Leute. Dankeschön fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, ihr Lieben.